Auf dem Weg von der Adria nach Umbrien haben wir uns für die kürzeste Verbindung entschieden, die auf den letzten Kilometern auf einer Schotterpiste zum 1500 Meter hohen Plateau des Monte La Croce hinaufführt. Hundertzwanzig Höhenmeter haben wir schon. Und dann wird es oben, da wird man ein Stück fahren können. Und dann runterwärts müssen wir schieben, natürlich. Denke ich. Auf 1502 Meter sind wir jetzt. Ab hier gibt es nur noch Bergpfade, auf denen man auch in der Ebene fast nur noch schieben kann. Geht nichts mehr? Bitte? Es gibt nur den einen Weg. Versuche mal, ob du selber noch irgendwas schaffst. Ja, du hättest jetzt mal ein wenig vorausschieben können. Genau auf diesem Bergsattel verläuft die Grenze zwischen Latium und Umbrien. Es folgt ein steiler Abstieg auf einem Hohlweg, der vom Regen ausgewaschen ist. Für mich ein klarer Fall zum Schieben, aber nicht so für Thomas. Abschlepper? Abschlepper kommt wieder. Ja, das sind 2,3 Kilometer steil, deutlich über 10%. Ein größerer Stein auf dem Weg bringt mein Vorderrad sofort zum Stillstand. Mit dem Ergebnis, dass sich mein Fahrrad seinen Fahrer überschlägt. Ich blute.
Nachdem der erste Schock überwunden war, klebte ich Thomas ein Pflaster auf die Platzwunde über dem linken Auge, wusch das Blut vom Gesicht ab und sammelte das fehlende Brillenglas ein. Das hätte böse enden können. Und dann geht es erst einmal im Schiebegang weiter bergab, bis das Gefälle geringer ist und der Weg wieder besser fahrbar wird. Dreiviertel. Ja, sind nur 9 Kilometer. Wie über? 9 Kilometer sind noch. Noch 19? Nur noch 9? Ja. Ja. Wieso? Was hast du gedacht? In Bescha, dem ersten Dorf in Umbrien, beginnt eine gut ausgebaute Asphaltstraße, auf der wir rasch nach Norcia hinunter wollen. Nur 38 Kilometer Tagesetappe. Aber was für ein Abenteuer. Die Kleinstadt Norcia ist die östlichste Gemeinde in Umbrien und liegt eingerahmt von Bergen in einem weiten Talkessel. Bei der Stadteinfahrt fällt uns auf, dass sich an der Via della Stazione vor der Altstadt viele kleine Ladengeschäfte in Bretterbuden aneinanderreihen. Sobald wir die Altstadt über das eingerüstete Stadttor betreten haben, klärt sich auf, warum das so ist. Am 24. August und 30. Oktober 2016 zerstörten Erdbeben, deren Epizentrum nahe der Stadt lagen, viele Gebäude und Geschäfte in der Stadt. So, da sind wir. San Lorenzo. Restaurant. Also. Und diese Bretterläden da, ja. Weißt du, was das ist? Das sind Erdbebenersatzunterkünfte für die Läden. Ja, mir nach. Bevor wir am nächsten Morgen weiterfahren, unternehmen wir noch eine kleine Stadtrundfahrt mit dem Fahrrad. Wir stehen fassungslos vor dem Gerüst der Basilika-Ruine, die wieder aufgebaut wird. Man hat das Gefühl, dass der Stadt Norcia 2016 von dem verheerenden Erdbeben das Herz herausgerissen wurde. Beim Anblick der vielen baufälligen und verlassenen Gebäude, aber auch etlichen frisch renovierten Gebäuden, mischen sich Trauer und Hoffnung. Am heutigen Tag ist Bahnradeln angesagt. Norcia liegt abseits der großen Verkehrsrouten und erhielt erst 1926 einen Anschluss
mit einer Schmalspurbahn an die 55 Kilometer entfernte Stadt Spoleto. Aber schon 1968 wurde die Bahnlinie stillgelegt. Sfioro l'idea di realizzare compositivamente una canzone da cantare in coro, però mi rendo altresì conto quasi immediatamente che momentaneamente sto da solo e per cantare in coro il presupposto necessario mi sembra anche normale che ci sia più. Aber nicht auf allen Abschnitten ist die ehemalige Bahntrasse mit dem Fahrrad befahrbar. Wir müssen ausweichen auf die stark befahrene Staatsstraße 685 entlang des Flusses Corno mit vielen Tunnels. Es war kurzer, aber unbeleuchteter. Ja, jetzt wenn wir schon dran haben, das Zeug noch. Jetzt. Der ist lang, muss man einschalten. Einmal drücken, dann müsste es gehen. In St. Anatolia di Narco können wir zum Glück die Staatsstraße verlassen und kehren zurück auf die ehemalige Bahntrasse. Uns erwartet nun ein besonderer Leckerbissen. Für die Planer und Geldgeber der Bahnlinie stellte sich das gravierende Problem, dass unmittelbar östlich von Spoleto ein Höhenrücken zu überqueren ist. Der beauftragte Schweizer Ingenieur löste diese Herausforderung auf gleiche Weise, wie es Bahnliebhaber aus Graubünden kennen, zum Beispiel auf der Albula Bahnstrecke mit zahlreichen Brücken, Tunnels, Schleifen und Kehren mit engen Kurvenradien. Thank you.
Der teilweise grobe und lose Schotter ist für uns eine ziemliche Plackerei. Und die unbeleuchteten Tunnels auf der Strecke für mich ein echtes Gruselerlebnis. Amen. Du. Was ist mit dir? Warum kannst du nicht fahren? Was? Du warst nicht? Was weißt du nicht? Das ist nicht anstrengend. Willst du jetzt schieben? Ja. Echt? Weiß ich nicht, wo rechts und links ist. Na, da ist er. Sieht man doch. Da sehe ich sechs. Aber einigermaßen lang ist er schon. Also er ist maximal einen Kilometer lang. Das war der Zacken. Im Höhenprofil war ein. Pünktlich zur Ausfahrt aus dem 2 Kilometer langen Bahntunnel fängt es an zu regnen. Aber wir brauchen es nach Spoleto nur noch rollen lassen. Blöder Hund! Blöder Hund! Ciao, 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 ciao,
Da müsste es sein. Stopp, wir sind da. Piacere, io sono Francesca. Thomas? Thomas, ja. Okay, okay. Ja. Tomorrow our tour will be finished. We go to Basque to our Oviedo, Basque to our friend Antonio. Ah, you are a friend in Umbria, Antonio. Yeah. Like, you can inside. Yeah, we. Si, si, si. Okay, no problem. Okay. Now, after, when you are cool. Nachdem wir unser Altstadtquartier in Spoleto bezogen haben, beschränken sich unsere Abendaktivitäten auf einen kurzen Altstadtspaziergang zur Kathedrale im leichten Nieselregen.